Was du doch fällst. Was ist denn hier los? Dass die Banditen von unten die angreifen oder was? In der Tat. Kein Problem. Okay, der ist ausgeschaltet. Dorfältester. Was bedrückt die Dorfbewohner? Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib. Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jedermann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Aber im Leben wird einem nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Ja. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ja. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Scheint wieder ein Bosskampf zu werden. So eine Art Greif-Dings. Na dann, auf geht's. Auf die Plätze fertig los. Ja. Aber der hat den. Hatte den Dings noch dran? Top 4. Haben wir das nicht gerade? Ach so, da bin ich ja gestorben dann. Ausdauer 40. So wird man sagen. Mehr Ausdauer. Ah, das ist schön, ja. Ich merk's schon ein bisschen. Langsamer. Die Bäume sind ein bisschen. Die Bäume blockieren. Und da müssen wir hin. Richtigen Morast. Der Flüsterhügel. Ich glaube, ich muss zu Fuß weiter. Und hier sollten wir meditieren. Ach du Scheiße. Meditieren unbedingt.
komm mit. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Wolf. Noch ein Wolf. Wenn es nur das ist. Und ein paar Wölfe. Einer ist noch da. Der böse Wolf. Wenn das der Bosskampf gewesen sein soll. Ja. Und dass die Hindernisse sind. Bisschen Hundeteig, großes Fleisch. Ja, nur in der Haus, was die Dorfbewohner von Niederwürde tötet. Und die Wölfe werden zu willkommen gewesen sein. Okay, hier ist eine Höhle. Vielleicht rein. Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Der ist gut, der Werwolf. Sollte noch was essen, Inventar. Wenigstens ein bisschen Heilung. Er hält sich wieder, wie kann denn das sein? Ich bin gleich tot, verdammt! Vielleicht können wir den mit Igni mal wieder versuchen zu killen. Komm, den Werwolf kriegen wir doch hin. Der ist gut, der kann sich heilen. Und wir haben schon anderes getötet. Die schwersten Sachen sind heute irgendwie die Sumpf, das Wasserweib. Der Werwolf. An dem Wasserweib habe ich viel zu lange gesessen. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Meditieren. Nur ein bisschen. Das ist nochmal die Wölfe. Spüren, woher du kommst. Das ist noch ein Wolf. Ey, unfair. Ich bin zwischen den Ästen. Okay, jetzt auf zum Werwolf. Ich nehme ein bisschen Fleisch mit. Ein Wolfsleber. Rohes Fleisch.
So, na dann, vorbereitet jetzt auf den Werwolf. Da unten eine Höhle oder was? Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Oh, hat er jetzt ordentlich angegriffen. Okay. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ausweichen. Drauf. Ich bin gleich wieder tot. Verdammt. Ich muss taktischer drauf gehen. Ich möchte das für heute nicht so dabei belassen, aber na gut, einmal versuchen wir es noch. Einen Versuch machen wir noch beim Werwolf. Dann sehen wir weiter. Dann sehen wir beim nächsten Mal Witcher. Spielen wir dann weiter. So. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Sekunde, ich guck mal kurz was. Die Mächte, die mich schützen. Spüren, woher du kommst. Ich hoffe, wir können auch während des Kampfes mal ein bisschen meditieren. Wahrscheinlich aber nicht. Eine Stimme kommt aus dem Raum. Hier schon mal looten. Wolfsfell. Wo sind die anderen Wölfe? Hier gab es noch mehr. Nicht, dass die mir dann noch im Kampf mit dem Werwolf zur Last fallen. Essbar, was haben wir dabei hier? Ja. Das sind eigentlich Mehlzutaten. Kann sein, dass der Werwolf uns vielleicht am Morgen nicht mehr so schädlich ist. Nee, eigentlich nicht, oder? Gehen wir mal ein bisschen taktisch vor. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht! Ignier. Nein, 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 hau doch ab. Das Blöde ist wahrscheinlich, dass das Schwert jetzt hier. Dass das Schwert ineffektiv ist. Nehmen natürlich das Silberschwert, gegen den Werwolf. Und drauf.
Bin ich blöd. Essen. Und ziehen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht, doch kann ich. Sehr schön. Aber dann ist er wahrscheinlich wieder aufgeladen. Hässlicher Bastard. Natürlich. Verdammt. Damit kann ich eigene Fehler ein bisschen ausradieren. Weißt du auch, dass er wieder bei 0 anfängt? Zusammen bei 100. Als ob ich nichts ausgerüstet habe. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht einsetzen. Die Waffe. Unvorbereitet wie nix. Kurze Meditation. Geht natürlich nicht. Warum ging das eben? War es ein Buff oder was? Ah ja, hier geht's. Ja, dann bin ich aus dem Kampf raus. Starte ich den Kampf sozusagen neu. Weg. Das war schlecht. Igni. Nein. Aus, böser Hund. Keine Ausdauer mehr. Da kriegt der null Schaden. Alter Schwede. Ich hatte es ja schon teilweise mit dem. Als ob. Das war ja wirklich eine Pleite. Okay, machen wir für heute Schluss. Machen wir hier an dem Speicherpunkt. Beim nächsten Mal weiter. Besiegen den Werwolf. Was bringt's? Und heute da noch ewig weiter kämpfen. Ja, ich werde es auch nicht aufzugehen machen. Das schaffen wir das nächste Mal im Stream. Das tun wir schaffen. Da muss ich extra aufspielen. Das schaffen wir schon. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Okay, tschüss. Sie mal meditieren. Den ganzen Tag meditieren. Die Mächte, die mich schützen. Spüren, woher du kommst. Ja, aber nicht heute. Spüren, woher du kommst. Kämpfe hier im Baum werden mich. Die werden mich wach halten. Hier haben wir Wölfe. Gerald versucht es wieder im Faustkampf. Okay, Wolf. Ah! Von oben. Wie gemein. Ist noch einer. Zwei sind da noch. Was wollen die hier eigentlich von mir? Ich will euch doch nichts Böses. Warum kämpfen wir hier gegeneinander? Was ist hier? Und die Rüstung und das Schwert kaputt. Das ist natürlich blöd im Kampf. Aber man kann es nicht ändern.
Würfel looten. Okay, wir müssen wohl einen Werwolf töten. Wie wir das hinkriegen? Eine Stimme kommt aus dem Baum. Ist mir auch ein Rätsel. Mit der Armbrust vielleicht irgendwas. Das Feuerding hat ja relativ wenig gebracht. Das haben wir schon versucht. Da ist Plötze. Da haben wir den Werwolf. Geh fort! Was jetzt? Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Okay, gegen den Werwolf-Angriff bringt die Sache auch nichts. Aber das machen wir hiermit. Geht das aus dem Fernkampf was? Ach du Scheiße. Ich will doch nur was probieren. Ich glaube, Fernkampf ist hier äußerst uneffektiv. Abhauen, 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 abhauen. Ach du Scheiße. Meditieren, meditieren, meditieren. Danach müssen wir wahrscheinlich sowieso noch mal von vorne, aber... sind wir wenigstens geheilt. Ist halt blöd mit der... Find's halt blöd mit kaputtem Silberschwert. Dann können wir den halt schlecht besiegen. Reparaturset haben wir auch nicht wirklich. Ja, mit dem... Mit dem Stahlschwert kriegen wir den wahrscheinlich nicht hin. Was haben wir hier? Igni. Kannst du Igni wirken? Hast du Fähigkeitspunkt erhalten? Okay. Ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Okay. Arztzeichen, Ignizzeichen. Können wir das Ignizzeichen gleich davon verbessern? Würden wir schon mal haben. Zeichenintensität erhöht. Das hat doch schon was gemacht. Oh, das bringt ja mittlerweile was. Hau ab. Hau ab, Geralt. Schwachkopf. Nein, war nicht aufgeladen. Wenn ich renne, ist das nicht aufgeladen. Na komm. Es ist doch schon... Gut, aber wir sind geschwächt. Und abhauen können wir auch nicht ewig. Ach komm, erzähl mir nix. Und der heilt sich, ja stimmt, der heilt sich, der heilt sich, der heilt sich, der heilt sich. Hau ab, hau ab! Okay, mit dem Feuer können wir irgendwie was... Verdammt! Als ob das gerade nicht aufgeladen war. Jetzt hätte ich es gebraucht. Als ob, nein, der ist wieder aufgeladen. Ach, Grumpf.
letzten Spielstand laden. Jetzt haben wir natürlich die Stufe auch nicht verbessert, oder? Ich hasse sowas. Okay, wir sollten mal gucken, dass Ignitzzeichen sinnvoll einzusetzen. Das scheint hier halbwegs was zu bringen, aber wir müssen natürlich auch angreifen. Ist ja blöd, nur das ist ja. Nur mit dem Feuerzeichen wird es nicht viel bringen. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Eine Stimme kommt aus dem Baum. So, Wölfe. Das ging nur mit einem Schlag weg. Komplett blöd geworden. Die kriegt ja auch noch Schaden hier. Wird hier von einfachen Wölfen besiegt. Erzähl mir doch nichts. So, ich wollte mal gucken, welcher Charakter. Ja, das haben wir noch nicht. Ist jetzt natürlich dumm. Hier ist noch ein Wolf. Aha. Reißzahnabdrücke. Und das mal kein Werwolf war. Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, sollten wir. Können auch mit so einem Kraftpunkt vielleicht die Waffen können wir damit wahrscheinlich nicht aufbessern. Es wird wahrscheinlich nichts. Charakterpunkte. Bist du dumm, mich direkt davor zu stellen? Wow, das macht ordentlich Schaden. Das ist eine gute Idee. Nice! Hier hochzukriegen war eine tolle Idee. Kehr um. Wer wollte Mutter gehen? Das war eine Taktik. Ich hatte die höhere Plattform. I had the higher ground. Das ist einfach. Das war taktisch sehr klug. Das war taktisch mehr als klug. Thank you.